Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und heute gucken wir uns mal das neue Ghost Recon Breakpoint an. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte das Spiel überhaupt nicht auf dem Radar. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, wir haben uns im Livestream letztens angeschaut, Games, die 2019 rauskommen. Da war, glaube ich, auch Breakpoint dabei, aber irgendwie habe ich komplett verdrängt. Das heißt, glücklicherweise kam vor ein paar Tagen Ubisoft und hat gesagt, Max, willst du das Spiel nicht mal in der Beta angucken? Und gesagt, jawohl, will ich. Deswegen, Disclaimer, muss man ja machen, sonst weiß ich ja nicht, ist vielleicht direkt die Abmahnung, die Anzeige oder was auch immer raus. Das Video ist gesponsert von Ubisoft. Wahrscheinlich muss ich oben auch noch irgendwie die Dauerwerbesendung oder irgendwas in der Richtung einblenden, muss ich mal gucken. Die Beta, die aktuell läuft, hat angefangen gestern am Donnerstag um 12 und geht, glaube ich, bis zum 9. September um 12 Uhr. Und das fertige Game kommt dann Anfang, ich glaube, am 4. Oktober raus. Wenn ihr Informationen dazu haben wollt, wie ihr in die Beta kommt zum fertigen Game, ganz oben in der Videobeschreibung ist ein Link drin. Da findet ihr alle wichtigen Infos zum Game, alles, was einen da so interessiert. Ich konnte das Ganze ungefähr gestern 5 bis 6 Stunden spielen und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was den Vorgänger angeht. Ich habe ein paar Reviews gelesen und habe festgestellt, der hat zum Beispiel, glaube ich, bei der GameStar hat er, glaube ich, 88% gekriegt. Aber was durch die Bank weg überall geschrieben wurde, ist, dass das Game vor allem im Koop Bock macht. Deswegen habe ich ungefähr die Hälfte der Zeit Koop gespielt und die Hälfte der Zeit habe ich Singleplayer gespielt. Man muss dazu sagen, Singleplayer ist auch Singleplayer. Allerdings, nachdem man die Tutorial-Mission gemacht hat, wenn man die Tutorial-Mission abgeschlossen hat, kommt man in so eine Hub. Höhle, könnte man das Ganze nennen. Da rennen dann auch ein paar andere Spieler rum. Da drin kann man dann auch Gruppen bilden für Missionen. Weil, wie gesagt, und ich glaube, deswegen legen da die Entwickler auch ein bisschen Wert drauf. Das Spiel, denke ich mal, wird sich eben am besten und am spaßigsten im Koop spielen. Es spielt sich zwar letztendlich alles besser im Koop, aber das Game hat schon vieles, was auf Koop abzielt. Man kann Missionen zusammen machen, man kann Quests zusammen machen, man kann die Main-Kampagne zusammenspielen, man kann sich auch zusammen für PvP anmelden, das ist leider nicht in der Beta drinne. Vielleicht kommt da nochmal was, das hätte ich mir gerne mal angeguckt, wie PvP so ausschaut in dem Game. Allerdings, ich denke, das ist ein Game, was wirklich unglaublich von Koop profitiert. Und ich muss dazu sagen, ich habe von Ghost Recon überhaupt keine Ahnung. Das letzte Ghost Recon, was ich gespielt habe, war, glaube ich, Advanced Warfighter auf der Xbox. Und das ist, wenn ich mich richtig erinnere, von 2007 oder 2006 oder irgendwie so. Das ist uralt. Oh Leute, übelst husten. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Genau, ich bin eigentlich der übelste Ghost Recon Noob. Ich bin überhaupt nicht irgendwie vorbelastet, was das Game angeht. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, am Anfang mich reinzufinden, weil ich das Spiel auch gleich auf schwer gestartet habe. Und ich muss sagen, das Spiel ist auf schwer gar nicht mal so ohne. Deswegen habe ich die Noob-Variante gewählt und zwar habe ich das Game einfach auf normal runtergestellt und gut ist. Einer der Punkte, die beim Vorgänger immer gelobt wurden, war, dass das Spiel eine relativ große und abwechslungsreiche Open World hat. Man kann sich zwar in der Beta nicht alles angucken, allerdings gibt es relativ früh im Game einen Heli, wo man ein bisschen mit rumfliegen kann und sich das Ganze anschauen kann. Und ich finde, zumindest von der Größe her, kann sich die Open World auf jeden Fall sehen lassen. Wie das mit den Missionen und der Verteilung in der Welt aussieht, muss ich natürlich noch zeigen. Eine interessante, wie nennt man das, so Designentscheidung ist mir am Anfang aufgefallen, denn wenn man die Tutorial-Mission abgeschlossen hat, kommt man in so eine Höhle rein, das ist quasi so eine Hub-Welt-Höhle, also ist ja auch wenn man Singleplayer spielt, hat man in dieser Hub-Welt andere Mitspieler drinne, wo man dann beispielsweise Gruppen machen kann für irgendwelche Quests. Und zwar nachdem man das Tutorial abgeschlossen hat und eben in dieser Höhle drinne ist, hat man auf einmal keinen Questmarker mehr. Und ich finde, das passt eigentlich zum Thema des Games auch ganz gut, weil ich meine, man ist abgestürzt, man ist hier der krasse Ghost-Stelzer irgendwie hinter feindliche Linien. Dementsprechend finde ich es auch ganz gut, dass man eigentlich gar keine Ahnung von seiner Umgebung hat und man das Ganze erkunden muss. Und Erkundung ist ja halt auch ein großer Teil, wenn man eben so eine große Open World drin hat. Für alle, die keinen Bock drauf haben, die können den Questmarker auch einschalten. Ihr werdet es vielleicht sehen, dadurch, dass ich möglichst viel von der Beta sehen wollte, habe ich den Questmarker wieder eingeschaltet, dass ich wusste, wo ich hin muss. Aber ich denke, ich hätte das auch so gefunden. Finde ich, ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Noch was ganz kurz zum Thema Beta. Wenn ihr euch anmeldet für die Beta und Zugang bekommt, könnt ihr bis zu 3 Freunde in die Beta einladen. Das heißt, ihr müsst gar nicht alleine spielen, ihr könnt einfach zusammen loslegen. Wie gesagt, viele Fahrzeuge sind auch darauf ausgelegt, dass man das Ganze zusammen fährt. Beispielsweise hat man die üblichen Jeeps mit hinten der Minigun drauf, der eine muss fahren, der andere muss Heli fliegen.
Das ist einfach eine Sache, die im Koop viel spaßiger ist. Ihr könnt euch einladen lassen von einem Freund oder ihr könnt, wenn ihr selbst Beta-Zugang habt, bis zu 3 Freunden mit zur Beta einladen. Und wenn ihr eure Freunde wiederbelebt, beziehungsweise, naja, nicht nur eure Freunde, wenn ihr Mitspieler wiederbelebt oder sagen wir es anders, für jeden wiederbelebten Mitspieler oder für jeden geheilten Mitspieler hat Ubisoft in der Beta eine Man's Down-Kampagne am Laufen und sie spenden für jeden Spieler, der wiederbelebt wird oder geheilt wird, einen bestimmten Betrag an die Kinderhilfsstiftung Child's Play. Ich denke, das ist eine ganz nette Aktion. Was gibt es sonst noch so zum Game zu sagen? Man bekommt XP für quasi alles, was es in dem Game so gibt. Missionen, irgendwelche Sachen eingenommen, irgendwas gemacht. Und was man mit den Erfahrungspunkten machen kann, ist, es gibt einen relativ großen Skilltree, wo man sich verschiedene Perks anlocken kann oder eben Spezialisierung. Zum Beispiel kann man, wenn man gerne im Busch campt und mit dem Sniper im Busch rumsitzt und den ganzen Tag durch Scope guckt, kann man einen Sniper-Spec machen oder man kann einen Assault-Spec machen. Und man kann das Ganze dann auch mit verschiedenen Perks verbessern. Ich finde, was relativ OP ist, es gibt ganz am Anfang in diesem Skilltree auf der linken Seite extra Perk-Slots. Und da kann man sich ganz am Anfang gleich 3 Perk-Slots freischalten und rennt dann quasi mit 3 Perks rum. Was dann quasi Sachen sind wie viel schneller schießen, schnellere Reload-Time, mehr Damage und solche Geschichten. Das macht vor allem am Anfang, finde ich, relativ viel aus. Dazu kommt generell eine ganz gute Mischung, wie ich finde, aus Loot, Grind und eben Koop. Loot-Mechanik ist relativ klassisch, denke ich. Es gibt verschiedenes Equipment in verschiedenen Qualitätsstufen. Also man kann beispielsweise unterschiedliche Westen, unterschiedliche Helme finden. Waffen ist ein bisschen vielfältiger. Waffen gibt, so wie ich gesehen habe, jede Menge. Ich habe noch nicht eine Waffe doppelt gefunden bis jetzt. Gut, sind auch noch 5 bis 6 Stunden. Aber soweit ich gelesen habe, gab es im Vorfeld auch, nicht im Vorfeld, eben im Vorgänger auch, relativ viele verschiedene Waffen und relativ viele verschiedene Aufsätze. Und die Waffen gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Qualitätsstufen oder, wie sagt man, nicht Qualitäts-, in unterschiedlichen Seltenheitsstufen. Das heißt, das kann auch eine relativ gute Motivation sein, eben immer besseres Gear zu bekommen, sei es jetzt Equipment oder eben auch Waffen. Das Gameplay ist relativ direkt, ja. Also man kann rumschleichen, ist auch zu empfehlen auf höheren Schwierigkeitsgraden, aber vor allem im Koop ist es auch nicht verkehrt, wenn man mit einem Auto reinfährt und ein bisschen um sich ballert. Habe ich gestern auch ein bisschen im Koop ausprobiert. Macht eigentlich auch Bock. Was gibt's sonst noch so zu sagen? Ja, man hat eine Drohne. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Man hat eine Drohne, wo man im Vorfeld, wenn man irgendwelche Camps einnehmen will oder irgendwelche Stellung einnehmen will, rumfliegen kann, Gegner markieren kann. Das finde ich ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Erinnert mich ein bisschen irgendwie an Rainbow Six mit der Drohne. Nur, dass man hier mit der Drohne fliegt. Aber, wie gesagt, ich finde auch, dass das Setting ein bisschen was hat von Far Cry 1 und Far Cry 3, allesamt Ubisoft-Spiele. Also man sieht schon, dass die Games aus der gleichen Richtung kommen. Und was gibt's am Schluss noch zu sagen? Ich denke, das könnte tatsächlich ein richtig nices Koop-Game werden. Für alle, die mal wieder ein Spiel suchen, was sie mit ihren Freunden spielen können, ist das, denke ich, mal eine Überlegung wert. Wie gesagt, wenn ihr Infos zum Spiel haben wollt, geht in die Videobeschreibung, guckt euch das Ganze an. Vielleicht wollt ihr auch noch Zugang zur Beta haben, steht auch alle Informationen drin. Schaut es euch an. Und wir machen an der Stelle Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.